Achtung, Achtung, jetzt wird's wieder heiß und fertig. Ich wünsche mir und wieder eine Runde 1 Sentence Battle zusammen mit dem Alfie. Und ich glaube, beim Haus des Todes ist ein Jeep. Ein Jeep steht auch unten an den Wohnwegen. Ich hole den an den Wohnwegen. Dann hole ich mir den beim Haus des Todes. Und geh noch schnell ins Haus des Todes. Ich gehe da gar nicht mehr irgendwo hin. Ich fahre direkt los. Ah, dann fahr ich überhaupt pünktlich ankomme? Nein! Soll ich dich abholen? Kannst du? Ich könnte dich abholen, ja? Ja, ja. Musst du auch, weil der ist weggefahren. Okay. Passt. Dann komme ich vorbei. Dann sammle ich hier kurz die AR und so. Wo warst du denn? Die sind auch an dem Wohnwegen. Am Fluss, da die Ecke. Die vier Wohnwegen. Okay. Ich weiß noch nicht mehr, auf welcher Seite das war. Auf der anderen. Ja, ja, wie. Ob es südwestlich war? Südwestlich, ja. Gut, bin ich gleich da. Bin hier. Da hinten. Bist du das? Ja. Also ich glaube, die sind Richtung Villa gefahren, aber ich habe zumindest nahe her, also. Ich habe eine M9. M9 habe ich auch. M9 gegen AR gewinne ich. Also bei mir backt das nicht in der Ansicht bisher. Komisch. Oh, jetzt. Oh, ja, ja. Das ist ganz schlimm. Immer wenn der irgendwo gegenfährt oder so, glaube ich. Ja. Oh, was ist das? Ja, ja, das ist total nervig. Das ist echt nervig. Nur wenn du First Person hast, hörst du es immer nur auf einer Seite. Den Motor. Ja, ich höre den da, wo man den hören soll. Wenn ich mich drehe, höre ich den dann auch rechts. Das ist 3D-Sound. Ohne Witz. Ah! Genau ich an den einzigen. Ja, ich und ich dachte mir noch, bitte nicht dagegen. Und du schlenderst, du weißt, rechts, links. Ich denke mir, wo wäre er jetzt vorbei? Sag, ja, ja. Bitte. Hast du dir gegönnt, ja. Aber richtig. Schön reingenutzt. Aber Third Person kann man momentan echt nicht. Ah, es geht schon. Slalom durch und passt schon. Und schon sind wir auf der Straße. Schon sind wir wo? Chance. Da warst du kurz am Schwimmen, oder? Ich wusste nicht, ob wir jetzt ganz kippen oder nicht. Kurz dachte ich so, okay, das wird auf jeden Fall geil. Fährt der Mister? Ich fähre die Sicherheitsstrecke. Mann, er ärgert mich, dass ich nicht der Erste in dem Auto bin. Fährt die Sicherheitsstrecke, sagt er und überschreitet sich. Schau mal, wie gut! 2483 Mal. Soll ich gleich direkt drauf fahren? Oder von hinten? Wir werden dann von hinten. Keiner fährt drauf, die lassen alle das Auto unten stehen. Glaube ich. Falls jemand hier ist, ne? Ich weiß nicht, die sind halt in die Richtung weggefahren, aber. Und das war im Campingding, die können überall hinfahren. Ne? Hier steht noch nichts, oder? Dings ein Quad. Okay, nehme ich dann gleich noch raus. Ich hab schon. Ah, passt. Geh nach oben. Hast du aus dem Auto rausgenommen? Die Sparkplugs habe ich ins Spiel rausgenommen. Denk an den Spritzer mit. Ja. Ah, ja, perfekt. Oben steht auch ein Quad. Wir brauchen noch ein Pickup oder so. Oben liegen 20 ARs, vorne steht ein Pickup, okay.
Darf man die M9 kurz weg? Okay, ich brauche einen Rucksack, dann kann ich den Sprit nehmen. Rucksack müsste oben liegen. Unten lag keiner. Na, oben liegt einer. Ich lasse den hier liegen. Auch wenn das ein guter Rucksack ist. Thanks. Eine AK bisher. Geh mal kurz nach unten. Ich habe voll den Nachladebug gerade bei der AR. Achso. War irgendwie so mega Nachladebuggy. Nach wie vor keine AK. Hab keine gefunden. Gibt's ja nicht. Vielleicht liegt im Erdgeschoss noch einer, aber sonst. Keine. Ne, keine AK. Wir werden ohne AK spielen. Hier auch meine. Ah, AK! AK? Ja, sehr gut, sehr gut, AK. In der letzten Ecke. So, dann hole ich noch von unten den Sprit. Ich nehme hier noch den Sprit. Wir stehen unten ja jetzt auf einmal doch wieder 20 Autos oder so. Nö. Ich komme dann runter. So, ich bräuchte definitiv. Ja. Kleidung dann. Hast du kein First Aid Kit? Eines habe ich. Ja, ich habe auch eins. Bist du schon runter oder was? Ja, ich komme runter, Conor. Wo bist du? Hier. Warte. Passt. Ich hab dreimal Sprit. Du hast einmal? Ich hab einmal, ja. Okay, wir müssen eh runter. Können wir mal Willenviertel oder so? Ja, können wir machen. Mal Lucky machen, was die da so Nettes für uns haben. Vielleicht gibt's da noch ein paar First Aid Kits, vielleicht auch ein bisschen Kleidung. Ja. Bin mal gespannt. Ich warte immer noch, dass die jetzt endlich mal Jobs oder so hinzufügen in Just Survive. Ja. Ich bin nämlich immer lange am Überlegen. Soll ich's deinstallieren oder nicht? Andererseits denke ich mir dann wieder, das wäre mal nicht schlecht, einfach nur mal so durchzuschlendern und mal schauen, irgendwie Basen ausrauben oder so. Oder ob es halt was Neues gibt. Oder vielleicht irgendwie Bandits. Kann man eher immer in Just Survive gucken als in Dings. Geht man schnell auf den PvE-Server, weißt du, dann sieht man es direkt, weil. Ja. Und hier ist immer das Problem, du musst immer dahin erstmal, wirst dann getötet. Ja. Musst dann wieder dahin und wirst wieder getötet. So, Just Survive ist zwar alles Zombie-verseucht wahrscheinlich, aber ist vielleicht doch noch ein Ticken besser. Mhm. Muss halt viel beachten, weil es gibt ja diese Condition und so weiter. Da ist ein Jeep. Wo? Ah, da links. Warum steht da ein Jeep? Der raucht. Echt? Bei mir raucht er nicht. Hat der echt geraucht bei dir? Der hat geraucht, ja. Also bei mir hat er geraucht. Nein, ist bei mir nicht. Es kann natürlich gut sein, dass das der Jeep von vorhin waren, dass die eher zum Krankenhaus gefahren sind. Kann natürlich auch sein, ich weiß es nicht. Krankenhaus hat ja mittlerweile recht gutes Loot. Ja, wir haben halt noch nicht fertig gelootet da, ne, bisher. Ja. Wir waren halt nur in der einen Etage eigentlich fast. Und da war schon okayes Loot, würde ich sagen. Ja. Und auch alles voll, überall. In jedem Raum war irgendwie Loot, habe ich so das Gefühl. Aber ich muss sagen, im Pickup habe ich diese Bugs nicht. Ja, das ist ein Jeep-Problem. Man weiß es nicht. 48. Ganz schön viel noch. Na, zu viele irgendwie. Aber ist auch noch Cranberry drin. Und die Safe Zone ging ja noch nicht los. Aber trotzdem viele. Jetzt geht's los. Naja. Aber haben wir noch Zeit. Wir sind ja fast safe, also. Ja,
Ja, ah, jetzt waren doch die Bugs. Ich glaube, das ist wirklich, wenn man... Je nachdem, wo man langfährt. Ja, oder die Hügeln und so weiter, wenn da die Ansicht irgendwie... Das kann schon sein, weil bei den Bäumen ist es ja auch, wenn du ranzoomst, wackelt es und... Das ist halt behindert bei den Bäumen. Mhm. Einmal AK, bitte. Nein. Ich habe ja eine, ich brauche keine. Dann halte ich nicht anders. Ich habe sogar eine Magnum als Reserve. Echt? Ich habe AK, AR, Shotgun. Ich habe Shotgun, AR, AR. Shotgun, AR, AR. Du riskierst viel. Und heute ausnahmsweise mal ein Forest Camo T-Shirt. Was? Forest Camo T-Shirt? Der riskiert echt viel, der Junge. Ja, ich muss mal ein bisschen ändern. Ich renne, glaube ich, seit 20 Folgen mit Sexy Hexy herum. Ich renne immer mit demselben. Seit, keine Ahnung, 120 Folgen renne ich mit dieser Kacke herum. Mit dem Black Battle Royale Gewinner T-Shirt. Mhm. Außer in 2 Folgen oder so, da habe ich nochmal das Gelbe an. Keine Ahnung, wie das heißt. Mit dem Gelben haben wir mal gewonnen. Mhm. Was war jetzt? Achso, Sprit! Ich denke mir schon, hä? Ich wollte jetzt nicht so viel verbrauchen eigentlich, weil hier vorne stehen bestimmt gleich Autos und so. Hatte gehofft, ich komme so weit, aber dann hätte ich vom Turbo gehen müssen wahrscheinlich. Hier ist ein Quad. Das steht hier nicht normal, nee, oder? Aber vielleicht ist was drin. Ich glaube kaum, dass hier noch jemand sein wird. Ich sah kurz... Ding drinnen. Sprit. War kurz Sprit? Ja, ganz kurz. Vielleicht war das auch einfach nur ein Bug. Wow, das Gas kommt! Echt? Nee, ja. Ja, ja. Also hier waren sie schon definitiv wahrscheinlich dann. Mhm. Die werden sicher auch schon im Villenviertel sein. Kann sein. Also, weiß ich nicht. Da unten steht, da unten waren sie auch schon. Da unten sind sie. Oh, da hinten ist jemand, ja. Polizeiauto kommt hier gerade hoch. Verkackt aber das Hochfahren so ein bisschen und will jetzt schießen, glaube ich. Ja. Die sind nämlich, haben aufgehört. Na, weg hier. Notfalls gehe ich auf die Ladefläche. Notfalls bist du tot. Ja. Nice. Hier ist nix. Doch. Da drüben? Jeep? Ah, nice. Meine Adleraugen wieder, ne? Kommt von rechts ein Auto? Noch nicht. Nein, okay, passt. Na, dann müssen die sich beeilen. Ja, ich meine, die haben Auto, ne? Da ist man immer schneller als das erste Gas, von daher. Ja, außer sie verkacken es. Außer man verkackt das. Das ist dann mies, wenn man sich über den Hügel fährt und dann sich... Vielleicht streiten die sich gegenseitig und einer nimmt dann aus Trotz die Batterie weg. Ich will fahren. Nein, nicht. Wir fahren nirgendwo hin. Aber ich hab die Batterie. Undertaker. Undertaker Glocknow, ja. Ist das der echte, meinst du? I don't know. The real Undertaker. Ich ruf den gleich mal an, frag den, ob der gerade ein Zettel spielt. So. Hier war jemand. Hier ist jemand, da vorne läuft jemand. Einen habe ich getroffen. Nice. Schieß doch ruhig mit der Maske, dann auf Schaut. Ich hab keine. Achso. Ich denke, du hast eine Ersatzmaske dabei oder so. War der nicht da? Da hat er mich nass gemacht, kurz. Oh, explodiert! Jawohl!
Die sind beide Feld 5. Nice. Puh, das hat aber viel Munition gekostet. Außer, ja. Na? Ist Richard auch zu Tode gefallen? Ja, gut. Da ist ein Auto. Ich drop dir kurz. Wo? Ah, nein, dann steht dann was zum Holen. Ja, holen wir gleich. Ich drop dir kurz AR-Mun hier. Ich habe nur noch 30 in jedem Magazin. Leute, so reichen. Perfekt. Ne? Wollte nur kurz außerhalb von der Straße. Naja. Ja. Jetzt kannst du das Auto immer noch bequem holen. Ah. Hui, da war aber irgendwo der Bomber. Ah. Ja, die Bomben habe ich gesehen. Ja, ich auch. Ich habe auch den Bomber gesehen und dachte so, bitte schnell. Wahnsinn, noch immer 32. Was ist da los heute? Zwei zu Tode getrieben, aber... Wie die einfach abgestürzt sind. Ne, hier war schon jemand. Weg. Da steht ein Ort neben. Ja, die sind halt da runtergejumpt, ne? Und ich hab's halt verkackt und wäre da direkt auch hinterher gefahren. Aber ich dachte halt, die fahren die Straße entlang, weißt du? Ja. Und hab's halt dann verkackt. Zum Glück, muss man sagen. Weil sonst wäre ich genau hinterher gefahren. Ich würde sagen, wir fahren dort zu dieser T-Kreuzung rechts, südlich von Cranberry. Ja, ja. Ah! Ach, das passt locker. Hier ist noch ungelootet, was da? Ah, nö, hier ist gelootet. Offen. Ja. Aber ein paar sind zu, einer war zu. Vielleicht versteckt sich jemand da. Ich hab ne Granate, glaube ich, nicht dabei. Nein, hab ich nicht. Muss wohl in einer der letzten 20 Aufnahmen gewesen sein, die wir heute gefühlt schon gemacht haben, die alle gescheitert sind, weil wir noobig waren. Jetzt haben wir aber zwei zu Tode getrieben, das war cool. Ja. Kann man da noch auf den Berg? Ist der noch safe? Ja, der ist safe. Hui! Vielleicht sollte man nicht den steilsten Weg nehmen. Sondern nur den zweitsteilsten. Was ist hier hinten? Da ist noch ein Quad, glaube ich, ist unten noch. Oder? Ist auf jeden Fall schon einer am Looten oder schon gelootet. Mhm. Das wollte ich nur kurz gucken. Sobald ein Ding offen ist, fahre ich erstmal weg lieber. Immer auf Nummer sicher gehen. Die habe ich auch nur verfolgt, weil wir hinter denen waren und die ganze Zeit, ja, noobig waren und nicht ausgestiegen sind und uns abgeknallt haben. Das Problem ist, wenn man so schräg ist, darf man nicht mehr Gas geben oder so, weil dann in der Regel überschlägt man sich am Berg. 29, ne? Ganz schön viele, ne? Ja. Das sind wirklich viele. Ich weiß noch genau, als einer hier oben war am Auto mit der Sniper, ich mit der Sniper unten da irgendwo. Schau mal, ob da unten was ist. Das kenne ich gar nicht, das Häuschen. War das schon immer da? Ja, das ist schon länger da. Ja, ich weiß noch, als ich unten mit der Sniper stand, einer hier oben am Auto, hatte ich einfach aufs Auto geschossen, hab Headshot gedrückt. First Aid Kit. Und der bei dir in die Kommentare geschrieben hat, dass du Shooter bist. Ja, das war so geil. Das war so geil. Der beste Typ ever. So, weil du deine Folge irgendwie Fresh Fries der Meisterschütze benannt hast. Ja, ja. Wo man übrigens immer, wenn man Fresh Fries sucht, ne, findet man direkt als erstes dein Video. So echt? Ungefähr. Als erstes meinen Kanal hat und dann dein Video. Cool. Muss mal irgendwie meine Videos selber Fresh Fries is the King nennen oder so. Damit ich da gefunden werde und nicht du. Ist halt ein bisschen mies, ne? Wenn man so nach mir sucht und dich findet. Ja, findet man mich, ja. 25 noch. Ja. Ja, die haben wir ja gut zu Tode getrieben. Guck mal, was diese Spritze hat. Ich tank schon mal ein bisschen. Ich tank das Ding mal voll, ne? Es kommt jemand! Wo? Oh. Einen habe ich getroffen auch. Ich nicht. Warum lädt er nicht nach? Weil ich noch im Zoom war, okay. B.
Wie hoch muss man zielen? Das ich weiß es nicht. Die schießen jetzt wahrscheinlich zurück, das wird so unser Problem werden. Weil die stehen da hinten, ne? Wo stehen die denn? Ja, die schießen zurück. Ich sehe sie so schlecht in dem Schatten. Ich sehe nur den Baumkran, das Auto. Ich sehe nicht einmal das Auto richtig. Das ist da genau südlich von mir jetzt. Jetzt sehe ich einen am Baum. Ah, hier. Pass auf, wenn die treffen, dann ist es gefährlich. Ich hab gehittet zweimal. Sehr gut. Der wird erstmal hinterm Baum bleiben, glaube ich. Zweimal gehittet, ey. Das war nice. Wir müssen kannst aufpassen, du dich, kannst du dich noch erinnern, als ich letztens die 5 Leute geholt habe und ich meinte damals, ich weiß nicht, wo der eine ist. Kann sein, ja. Ich habe mir das Video angeschaut, einer ist einfach verblutet. Nein. Da hinten waren die Info. Ja, der ist jetzt rechts vom Baum. Ah, ich sehe ihn. Treff halt nicht, ich werde nicht meine ganze Munition. Ja, na, ich. Lass das jetzt auch erstmal. Sind beide dort. Einen sehe ich. Ein. Zwei. Drei! Drei! Da kommt jetzt einer von hinten. Ja, der macht die fertig! Ah, das war eine Pistole. Ich weiß nicht, einer steht überhaupt, ich glaube, der ist tot. Ich glaube auch, der ist tot. Ja, der ist weg. Auto fährt weg. Der weiß jetzt gar nicht, dass wir hier sind. Das ist halt das Gute. Ja. Also der wird sehen, aber... Wie nice. So geil. Das Auto steht noch immer im Süd-Südwesten. Ja, ich sehe es. So der cool. Der ist umgestiegen, die das steigen ist... um. Das waren, glaube ich, 2. Mhm. Ja, die haben den Fahrer gewechselt. Die kommen einfach von hinten. Das ist echt geil. Eiskalt haben die abgezogen. Ja, so muss das sein, so muss das sein. Jetzt sehe ich es gerade nicht. Oh ja, hinten im Südwesten fährt es über die Straße. An der Straße, ja. Und ein Polizeiauto kommt von der T-Kreuzung auch Richtung Süden. Ist jetzt hinter der Birke, jetzt bei den Wohnwegen fast. Ah, da, ja. Die treffen sich irgendwann. Oh, hol das Popcorn raus. Und die fahren auch so in die Richtung, ne? Ja, ich glaube, die haben die vielleicht haben die nicht sogar. Wir können H8. Wir können sitzen bleiben. Ja, die Spitze ist, glaube ich, noch safe. H8 ist safe, also wir sind H8. Okay, passt. Sehr gut, also wir wissen auf jeden Fall, mindestens 3 Typen sind dort hinten, mindestens. 4, glaube ich. Also ich glaube, die verfolgen sich jetzt sogar. Das Polizeiauto habe ich jetzt ganz. Ja, die verfolgen sich. Sind jetzt beim Strommasten westlich. Ah, dahin. Fahren jetzt weiter in den Norden. Einer wird langsamer. Die schießen aufeinander oder so? Oder? Nee. Ja, oh ja, die versuchen sich, oder? Ah, schwierig zu sagen. Der eine bleibt jetzt oben stehen. Ich habe jetzt beide mit dem Fernglas im Visier. Komm, Bomber, hol sie! Oh, das wird so nice. Polizeiauto fährt aber weg. Bom. Also Pickup scheint jetzt auch down zu sein, die Leute. Sonst wird der Bomber dann, das Polizeiauto dann nicht so lang fahren, wie es jetzt lang fährt. Glaube ich, oder? Ja, vielleicht doch noch nicht down. Ist da jemand ausgestiegen? Ne, das war Dreck auf dem Fernglas, ist Dreck. Ja. Uiuiui. Man muss aber auch andere Sachen im Blick behalten. Ja, ich schaue ja auch die ganze Zeit jetzt Nordwesten, Norden. Polizeiauto ist noch immer dort hinten im Westen. Fährt jetzt Richtung. Es fährt noch immer leicht im Kreis, aber kommt schon langsam zu uns näher. Da kommt ein Pickup auch am Strommasten. Fährt Richtung Polizeiauto. Ja, voll. Ich sehe es ja. Sind jetzt beide in der Senke. Ja, man sieht jetzt nichts mehr. Wer taucht als erstes auf? Polizeiauto. Ja, aber die werden auch schon wieder beschossen. Aber die werden verfolgt. Polizeiauto down. Einer ist tot. Dieter ist tot.
Dieter hat vorher einen gekillt. Okay, also dann war das der im Polizeiauto. Mhm. Ich sage, er holt das Popcorn raus. Ja, ja, da kann man wirklich Popcorn genießen. Ne? Hat ja schon angefangen mit den beiden da unten. Ja, ja. Aber genau wussten an den Bäumen, weißt du. A wird, von, Dritter, A wird von B erschossen, B fährt in den Süden, es kommt C, C verfolgt B, C schießt B ab, C wird von D verfolgt. Ja, Polizeiauto hat erst gewonnen, dann wurde Polizeiauto gewonnen. Immer abwechselnd, also keiner hat sich durchgesetzt bisher komplett. Nee. Keiner hat zwei Teams erledigt. Wir haben ja auch schon ein Team, kann man sagen, auf dem Gewissen. Also ja. Entweder wir sind dran oder wir holen den Rekord aus. Mhm. Keine Ahnung. Aber die Autos stehen da immer noch beide, was ist denn da los? Ja, ja, die werden wahrscheinlich dort bleiben, dort ist eigentlich... Da fährt ein Pickup, der gerade noch unten stand. Der ist ein Stück hochgefahren, ja? Stimmt. Und der andere Pickup fährt jetzt auch. Ja. Der eine Pickup ist hinter dem Baum bei mir, ich sehe ihn nicht. Aber ich vermute, der andere Pickup fährt hinterher. Ja, 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 ja. Ja, ja. Da kommt das Popcorn raus, Freunde. Oh, was wird jetzt passieren? Oh, die schießen. Der eine fährt aber noch. Wir hatten zuletzt diesen Beater gekillt. Sake oder so. Müssen wir mal im Sake, Auto ja. Airdrop kommt dann eigentlich wahrscheinlich auch relativ schön dort, ja, bei der T-Kreuzung. Mhm. Und wir müssen rauf, ja. Wir könnten Richtung Wasserturm fahren. Ja, Wasserturm der ist auf jeden Fall safe. Hoppala, warte. So, geht schon. Oh Mann, die Popcorn-Session vorbei. Sake hat jemand getötet. Okay. Okay. Dann war das wahrscheinlich der Pickup-Fahrer. Sake ist der erste der zwei Teams auslöscht. Ja. Da oben steht jemand, glaube ich. Ich habe es gerade nicht richtig gesehen, aber ich glaube, da oben steht jemand. Macht dich bereit auf jeden Fall. Nee, das war das Ding hier. Okay. Das Rohr. Ah! Oh, ich hab fast runtergefahren. Dachte, hier wird jemand stehen. Da geht er auch nochmal zurück. Ja, aber die ist schon gelootet. Da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Wo ist denn der Airdrop überhaupt? Der kommt dort runter. Weiß auch nicht, in welche Richtung der Bomber war. Sonst müssen wir einmal unter den Hochstand laufen oder so. Ja, ich bleib auf jeden Fall. Ja. Ich bleib auf jeden Fall immer in Bewegung. Das sowieso, das, du darfst jetzt nicht stehen, ne? Da hinten ist ein Blatt am Baum. Ich dachte, das wäre ein Jeep. Wenn du hier so durchguckst nach Süden, genau. Dann siehst du so das eine dicke Blatt da. Das sieht so aus wie ein... Viele werden auch noch in den Häusern sitzen wahrscheinlich. Kann gut sein, ja. 60 Sekunden. Ab da. Hier liegt ein Lootsack hier oben. Echt? Military Backpack, Tangili Suit, Hunting Rifle ohne Moon. Ich hab jetzt auf jeden Fall mal den Ghillie Suit an. Der Bomber ist auch direkt über mich geflogen. Ich hab auch Schutz gesucht zum Glück. Ich hoffe, du auch. Ja, ja, ich bin auch direkt runter. Noch ein Lootsack. Ah, was mache ich da? Okay, der hat auch nichts Interessantes zumindest. Aber ich hab schon den Gelee-Suit mir geknackt. 7 noch. 7? Waren nicht gerade noch 11? Hab ich irgendwas verpasst? Ja, stimmt. 6 nur noch. Was ist da los? Environment hat zugeschlagen, hat eingeholt. Voll. Und davor hat Sake auch nochmal eingeholt.
Sake ist gut. Vor dem müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Was denn? Wir haben zwei in den Tod getrieben, wir hatten Kino. Also die Folge nehme ich auf jeden Fall. Ja. Oh oh. Vorsicht, Bomber. Wirft der jetzt keine? Ich höre nichts. Anscheinend nicht. Lauter Blindgänger. Vier Gegner noch auf der Strecke. Ja. Die Safe Zone wird kleiner. Ich glaube, das vielleicht war. Ich hoffe nicht, dass es auf dem See ausgeht. Ich bete einfach. Das wäre so behindert, wenn es auf dem See ausgehen würde, ne? Es gibt einfach nichts Behindertes. Ja! Nö, nee, nee, ja. Kreuzung runter. Nice. Sollen wir runterfahren direkt? Ja, fahren wir mit dem Auto, ja. Wir könnten eigentlich eh so rechts von der Straße, also eh noch. Ich bin ausgestiegen. Ja, ich schon. Ja, wir können wieder. Erstmal das, den Bomber kurz abwarten. Ah, ich laufe das Stück jetzt nach vor. Ja, okay. Aber ich nehme die Sparkplugs aus dem Auto raus. Oder ich nehme die Battery raus, weil Battery hat nie einer dabei und den Sprit. Dann passt das. Wo bist du jetzt hin? Ich bin einfach südlich da vorne, gelaufen. Da vorne. Das Blöde ist halt, hier ist relativ wenig. Aber wir könnten eigentlich schön südöstlich am Rand bleiben. Dann. Ich laufe gerade zum Rand. Da ist ein Stein da vorne, vor dir rechts. Ich hoffe, dass da hinten nicht jemand hockt oder so. Siehst du den Stein da? Ich sehe ihn. Aber da ist niemand. Was? Oh, da ist ein Polizeiauto. Wo? Direkt vor meiner Nase. Ich habe First Aid-Kit gefunden. Ist da jemand dran? Ich sehe es noch nicht. Es kann natürlich sein, dass in den Büschen jemand drinnen ist. Ich sehe keinen im Auto, glaube ich, selber. Ich suche gerade die Büsche ein bisschen. Da ist doch jemand im Auto. Fünf, ne? Nee, im Auto sitzt keiner. Oh ja, da ist jemand. Wo? Direkt davor. Ich bin tot. Ich hab einen. Aber da ist noch einer. Fuck, fuck, fuck. Nein, der trifft. Der läuft zu dir. Der blutet. Er hat Büsche aus. Er hat Büsche aus. Er hat Büsche aus. Er hat Büsche aus. Fuck! Ah. Mann, ey, der hat Büsche aus. Das gibt es nicht. Aber, oh Mann. Aber dritter Platz. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Bis dahin, haut rein. Ciao. Ciao.